und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich muss mal eben Stitch hinterherlaufen. Ich habe zwar in der letzten Folge gesagt, dass ich Bass eigentlich leveln wollte. Hallo. Dass ich Bass eigentlich leveln wollte. Aber mir ist dann aufgefallen, dass Stitch nicht mehr verbuggt ist. Das heißt, wir können jetzt endlich, ich glaube, es war die letzte Quest mit Stitch machen. Und da bin ich doch schon sehr begeistert drüber, beziehungsweise doch schon sehr aufgeregt. Und deswegen schiebe ich das jetzt noch eben rein und dann machen wir halt die Folge danach mit Bass weiter. Stitch will musizieren. Gameplayerin helfen. Musiker für Band finden. Musiker sind wie Könige. Lass uns eine Band gründen. Ja, Stitch im Band spielen. Zusammen musizieren. Viel mehr Spaß. Stitch Band soll Duo sein. Ja, du. Du helfen, einen anderen Musiker zu finden? Okay, ich glaube, es gibt jemanden, der Laute spielt. Das ist wie eine komische Gitarre. Übe erstmal weiter. Ich mache mich auf die Suche nach einem Dorfbewohner, der in deiner Band spielen könnte. Ja, ja. Ich übe Hüftschwung, um Musterbühnenbürger zu werden. Musterbühnenbürger, was ist denn bitte für ein Wort? Finde einen Dorfbewohner, der das perfekte Instrument spielt. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, dass überhaupt irgendeiner von denen Musik spielt, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich hätte jetzt vielleicht Mutter Gothel im Kopf, aber er ist nicht da. Was ist denn mit Woody? Mann, wir haben viel zu tun. Er ist doch da. Nein, wieso jetzt Bass? Nein. Ich kann gerade nicht mit dir reden. Ich will doch mit ihm reden. Hallo. Nein, nicht aufheben. Rede mit ihm. Reden, reden. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Hey Merlin, ich habe mich gefragt, ob ich bei Stitch Musikensemble mitmachen möchte. Erinnere dich, Gameplayerin. Ich bin schon in der Zukunft gewesen. Und Stitch Band ist etwas, das das verdammte Vergessen mich nicht vergessen ließ. Ja, du hast es verstanden. Stitch will für das Dorf Musik machen. Kannst du singen? Ja, das glaube ich ja nicht. Aber ich frage mal, kannst du singen? Nun, ich bin bekannt dafür, ein oder zwei Lieder zu trällern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich für die Art von Musik, die Stitch machen möchte, geeignet wäre. Sag mir einfach, wann die erste Aufführung stattfinden wird, ja? Ich bin ziemlich fasziniert von dieser Rock'n'Roll-Musik. Diese Innovation scheint fast so genial zu sein wie Sanitäreinlagen. Anlagen, nicht Einlagen. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ja, ist ja gut. Ja gut, Wolli wird wahrscheinlich eher nicht... ich bin mir nicht sicher. Ach, singen! Moment! Moment! Halt! Wo ist Ariel? Immer wenn man sie braucht, ist sie wieder weg. Ariel! Blöde Pute, wo bist du? Da! So, bleib stehen. Ich muss mit dir reden. Oh nee, ne? Jetzt komme ich hier wieder nicht. Oh, das ist so ätzend. Wenn ich dann auf der anderen Seite bin, geht die wieder woanders hin, wetten? Ich musste einfach an die Oberfläche kommen, um dich zu sehen. Oh, sie ist verliebt in mich. Oh, hallo Gameplayerin. Lebst du gerne hier, kann ich nur fragen. Aber ich kann nicht... Warum nicht? Also Ursula... Ah, Moment. Christoph kann ich... Christoph. Ah. Ja, fragen wir den doch mal. Wo ist der denn jetzt? Der ist da drin, oder? Nehme ich an. Ja. Hi. Oh, hey. Hi, Christoph. Oh,
Du spielst Laute, oder? Ja, warum fragst du? Stitch startet eine Band. Er hat gehofft, dass du ihm beitreten könntest. Dass ihr zwei würdet zusammen wirklich rocken. Meinst du? Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich gut zusammenpassen würden. Musik ist etwas, was ich nur für mich mache. Ich habe noch nicht so viel auf der Bühne performt. Es ist gut, wenn man aus seiner Komfortzone rauskommt. Und es würde die Welt für Stitch bedeuten. Ja, Es würde die Welt für Stitch bedeuten. Wenn es dem kleinen Kerl helfen würde, sich hier mehr zu Hause zu fühlen, dann sollte ich das machen. Stitch und ich machen Musik für das ganze Dorf. Und er meint, dass das ein komplettes Desaster geben wird. Ja, ich sag dann, dass die beiden lieber üben sollen und dass ich in der Zeit... Go talk to Mr. McDuck. Wer ist denn Mr. McDuck? Meinen die jetzt hier Dagobert Duck damit? Ich hoffe, du hast einen jetzt, wo wir eine Tag. Band zusammen haben, müssen wir uns um Equipment kümmern. Ja, ich glaube, die meinen Dagobert damit. Vielleicht hat er etwas für uns. Okay. Mach's gut. Oh, Disney, ganz ehrlich. Sei gegrüßt, Nachbar. Das ist doch jetzt auch wieder auf Deutsch. Nee, ich interessiere mich nicht für den, oder? Doch, können wir eigentlich auch kaufen. Wieso habe ich den noch nicht? Ich wollte mit dir reden. Hallo. Jetzt renn doch nicht immer weg. Herr Duck, so habe ich den noch nie genannt, glaube ich. Stitch gründet eine Band und wir dachten, dass du uns vielleicht eine Tonanlage leihen könntest. Ja. Dir eine Tonanlage ausleihen? Also, so etwas kann ich nicht einfach irgendjemanden ausleihen. Nach allem, was ich gehört habe, würde dieses kleine blaue Kerlchen sie mir in Stücke zurückbringen, wenn überhaupt. Musik wird helfen, Stitch zu beschäftigen. Ja, es wäre gut, die Energie des jungen Stitch auf etwas Produktives zu konzentrieren. Ich suche eine Tonanlage für dich, Gameplayerin, aber zuerst gebe ich dir ein paar Ratschläge, damit es ein profitables Unterfangen wird. Wenn es um Musik geht, geht es um mehr als nur den Klang. Es geht auch immer ums Image. Du musst für die Musik werben. Oh nein, du willst mich doch nicht wieder zwingen, ein T-Shirt zu tragen und ein paar Schilder aufzustellen, oder? Bist wohl immer noch sauer deswegen, oder? Nein, ich würde dich nicht wieder zu so etwas zwingen. Aber du solltest dir ein paar Bilder von Stitch besorgen, um für seine Band zu werben. Das ist eine großartige Idee. Hi. Stelle auch sicher, dass du einen schönen Hintergrund für den Fototermin hast. Du willst ja, dass es professionell aussieht. Komm zu mir zurück, sobald du die Fotokulisse erstellt hast. Und ich sage dir, was als nächstes zu tun ist. Ach, schau mich an. Ich fange schon wieder ein neues Geschäft an. Ich hoffe, das ist ein profitables Anliegen. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, Moment. Einen schönen Tag noch. Der ist zwar nicht so schön, aber... Den nehmen wir trotzdem mal mit. Hallo. Und die Sachen hier, die nehmen wir auch mal eben ganz schnell mit. Wir haben ja in der letzten Folge eigentlich, dachte ich, schon fast alles leergeräumt. Aber offenbar habe ich doch noch eine Seite vergessen. Auf Wiedersehen und wieso gibt es einen Ventilator von Ratatouille? Oh. Na gut. Okay, so, jetzt können wir weitermachen. Also, Teile zum Basteln brauche ich 8 Stück. Das war aber nicht so einfach herzustellen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Achso, hier. Eisenbarren brauche ich dafür. Okay. Das heißt, wir kriegen pro Eisenbarren 3 Stück, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir brauchen 6 Eisenbarren. Wenn das jetzt stimmt, natürlich nur. So. Okay, das stimmt. Wir kriegen immer dreimal. Dann brauchen wir...
einen Fotohintergrund. Oh, ist aber jetzt viel Stoff weg. Das ist natürlich nicht so gut, aber wir werden noch mal kurz reisen. Und er hat keinen Stoff dabei. Nee, schade. Wir kaufen aber trotzdem mal eben die Sachen noch mal hier. Komm schon! Geht ja ganz schnell. Alles klar! So, dann bringe Dagobert Duck die Fotokulisse. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, oh, freust du dich, mich zu sehen, das ist aber nett. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass, wo ist Bass eigentlich? Hä? Ach da, ich wollte gerade sagen, der muss mir doch folgen. Ich darf doch nicht einfach abhauen hier. Dagobert, da. Beziehungsweise ich muss Dagobert mit dir sprechen. So, bitteschön. Hallo. Ja, du hast gute Arbeit geleistet, Gameplayerin. Ich werde sie im Traumschloss aufstellen. Du musst nur Stitch finden und ihn für einen Fototermin dorthin bringen. Bist du sicher, dass der Kleine das Zeug hat, eine Band zu leiten? Niemand ist charismatischer als Stitch. Nun, ich investiere viel Zeit und Ressourcen in diese Sache, also sollte es besser profitabel sein. Ich werde mit Stitch reden. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, bis gleich. Und wer sagt jetzt Christoph Bescheid? Wobei, ich glaube, die Bilder sollen ja nur von Stitch gemacht werden, ne? Der mal wieder irgendwo rumläuft. Bei meinem Glück dreht er jetzt um und rennt wieder runter. Nee, er ist noch unten. Okay. Hallöchen, Stitch. Jetzt. Aloha. Gute Nachrichten. Christoph will in deiner Band mitspielen. Wuhu. Ganz toll. Wann spielen wir? Bald. Aber vorher hat Dagobert Duck einen Fototermin für dich geplant. Oh, Stitch macht Fotos? Wo ist Vögelchen? Nein, du wirst fotografiert. Die Fotos sollen die Band bekannt machen und dir ein Image verschaffen. Oh, wie soll Stitch in Fotos aussehen? Wild und gefährlich, genau. Geheimnisvoll und grüblerig, unkonventionell und cool. Aber dann sagt er nachher, so sieht er nicht aus. Ich sag mal wild und gefährlich. Jede Band braucht ein Mitglied, das der Bad Boy der Gruppe ist. Ja, ja. Stitch erhöht Bösometer, aber nur für Foto. Gehen wir ins Traumschloss. Wiedersehen, aloha. Nix wiedersehen, wir gehen jetzt da rein. Komm mit, Stitch. Treffen uns dort, wenn ich was sehen würde. So. Und du auch, Bass. Ich hoffe, du bist immer noch in meinen Schatten, wollte ich gerade sagen. Der ist aber schräg vor mir. Jetzt ist nicht hinter mir. So, Bass ist da. Wo ist Stitch? Und wo ist dieses Teil, was Dagobert aufstellen wollte hier? Das ist eine gute Frage. Hä? Hm. Ach, da oben. Ach, ich bin dran vorbeigelaufen. Ja, hallo. Mache 3 Fotos von Stitch vor der Fotokulisse. Okay. Das Problem ist, ich habe wieder nur dieses dämliche Selfie-Ding. So, und damit kann ich so nicht wirklich drehen. Doch, das geht. Ha. Ja, aber nur bedingt. Okay. Ich kann auch nicht mehr näher ranzoomen. Na gut, dann nehmen wir mal so ein Bild. Ja, möchte ich. So. Und die Frage ist, macht er noch ein anderes Bild?
Also ein anderes Gesicht. Nee, anscheinend nicht. Dann machen wir... Achso, machen wir einfach so. So, hat er das angenommen? Hat er angenommen. Okay, das muss also nicht die Perspektive sein. Perfekt. Einen schönen Tag noch. Nun, dieser kleine Kerl ist ein Naturtalent vor der Kamera. Ich werde anfangen, allen von Stitch Konzert zu erzählen und die Tonanlage aus dem Lager holen. Dafür müsste ich 1-2 Tage brauchen. Sagt der Band, dass sie in der Zwischenzeit üben soll. Auf Wiedersehen und bis bald. Das heißt, ich muss aber... Achso, warte bis morgen, um mit Stitch zu sprechen. Ja, super. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Was ist das denn hier eigentlich? Das ist mir noch nie aufgefallen, glaube ich. Hier kommen so... Kometen will ich nicht sagen. So Sterne oder sowas runter. Da. Das sieht ja mal geil aus. Okay. Können wir die Fotokulisse jetzt eigentlich auch bauen? Rein theoretisch ja, ne? Weil alles, was wir so bisher gebaut haben, für andere können wir dann ja im Endeffekt auch für uns bauen. Also ich meine zumindest, dass es alles war. Ja, dann ist das, glaube ich, heute mal eine etwas kürzere Folge. Ich weiß nicht. Ich schaue mal eben nach. Ach so, Ursula muss ich ja auch noch hochbringen, genau. Minimaus ist auf 6. Ja gut, die könnte ich dann aber auch mal zur Gartenarbeit mitnehmen. Die müsste ich vor allen Dingen mal zur Gartenarbeit mitnehmen. Und sie mag Kirschen. Das könnten wir natürlich... Aber sie hat auch eine Quest jetzt aktuell für uns. Das könnten wir ihr also nicht geben. Bass werden wir auf jeden Fall, also werde ich jetzt auf jeden Fall noch offline leveln, damit wir da definitiv weiterkommen. Ach so, wir wollten Woody ja noch füttern, wollte ich gerade sagen. Der kriegt die blauen Blumen. Ja, wo ist der denn? Moment. Steht direkt neben mir. Wo ist er? Da. Komm her. Hey, howdy, hey. Danke fürs Vorbeischauen. Bist du gerne ein Spielzeug? Weißt du, Kinder sind einfach fantastisch. Es ist wunderbar zu beobachten, wie sie groß werden. Wie warst du als Kind so? Ich dachte, er kannte mich als Kind. Ich war ein nettes Kind. Das habe ich mir schon gedacht. Die meisten Kinder sind nett, außer vielleicht Sid. Ich frage mich, was aus ihm geworden ist. Wie auch immer. Im Leben jedes Spielzeugs kommt irgendwann ein Punkt, an dem das Kind es nicht mehr braucht. Das ist doch gut so. Es bedeutet, dass das Kind langsam erwachsen wird. Aber es geht wie... Aber wie geht man am besten damit um, wenn das Kind sich anderen Dingen zuwendet? Eine Trauerphase, genau. Dann solltest du dich auch anderen Dingen zuwenden. Mach woanders weiter. Finde das nächste Kind. Lebe dein Leben als Spielzeug weiter. Ja, das ist wohl der Lebenszweck eines Spielzeuges. Du hast recht. Es ist wichtig, sich neuen Dingen zuwenden zu können. Und auch er versteckt sich natürlich jetzt wieder dahinter. Es war so klar. Na gut, ihn nehmen wir jetzt auch schon mal für die Gartenarbeit. So, dein erster Freund war ein Spielzeug. Jetzt habe ich das schon wieder gepflückt. Das ist doch nicht wahr. Es steht Reden drin und ich pflücke etwas. So, ich habe was für dich. Einmal, wo habe ich dich denn... Ach, ich habe ihm die Blume gar nicht mehr gegeben, ne? Oh. So, einmal das. Wer hätte das gedacht? Danke. Sehr schön. Das Problem ist... Doch, ich kann noch mal mit ihm reden. Ich habe nämlich noch was für dich. Und zwar die andere blaue Blume. Ja, ist richtig. Ich wollte noch mal gucken. So, perfekt. Nochmal 500 dazu bekommen, sehr schön. Hey, hier unten! Spielzeug braucht Hilfe! So, jetzt hat er auch eine neue Quest. Die machen wir natürlich nicht in dieser Folge, aber wir werden Bass auf jeden Fall nochmal kurz die zweite Blume geben. Ausgezeichnet. Und wir geben ihm noch eben den Amethyst, damit er auch Level 4 ist. Perfekt. Ja. Und ich habe es noch geschafft, bevor das alles reingekommen ist, einen Screenshot zu machen. Noch perfekter.
Ja, und damit haben wir dann die nächste Quest freigeschaltet oder eigentlich zwei neue Quests. Das heißt, wir können dann auf jeden Fall in der nächsten Folge mit Bass weitermachen. Ich freue mich drauf. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like und du darfst mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest.